Hört ihr das auch? Man hört rein gar nichts. Aber die Soundeffekte gefallen mir. Hab ein 40 MB Update geladen und seitdem spielt's keine Musik mehr ab. Dabei ist sie an, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ja, alles so, wie es sein soll. Gut, mal gucken, wie das gleich im Spiel sein wird. Aber was für eine Stille. Irgendwie auch mal schön. So, mal gucken, was das Spiel gleich so von sich gibt. Hier ist immer noch keine Musik. Gucken, ob wir Soundeffekte im Spiel haben werden, also im so richtigen Spiel. Ich denke mal schon. Jetzt kommt sowas wie Musik auf. Okay. Dann legen wir los. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe auch gleich wieder Gänsehaut. Klingt nämlich toll. Wobei, hier ist wieder keine Musik, oder? Nö. Okay. Na gut, was spielen wir denn? Bereich sichern? Gute Frage, wen spiele ich denn? Machen wir es so. Bumm. Die klingen gleich, oder? Die beiden hier? Ja, grundlegend schon. Ausgeschlossen. Achtung. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Okay, Bahn hört man und auch Polizeisirenen. Bin gewillt, mit hinten hochzugehen. Gucken, ich werde vielleicht nach dieser Partie das Spiel nochmal neu starten. Gucken, ob dann wieder irgendwie ein paar vergessene Soundeffekte hinzukommen. Da war jemand böse. So richtig doll böse. Oh, da ist Strom drauf. Oh. Gucken, ob hier auch jetzt gleich jemand rumkommt. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. 5 Sekunden bis Einsatz. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Finde den Biogefahrgutbehälter. Da, ich hab ihn. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Hab euch. So, den Rest darf jemand anderes machen. Schon kaputt. Sophia macht doch nicht so Lärm. Es klingelt ja. Das klingt nach Pistole. Haben wir Blitz? Nein. Wieso ist da oben offen? Ein Gegner geht. Jetzt ist da ganz da offen. Das Tolle ist ja bei Ibana, ich habe jetzt die Möglichkeit, den Pappkram aufzusprengen. Ich kann ja oben die Luke aufmachen. Super. Ja, hab auch Sprengladung dabei. Alles wunderbar. Wehe, da schmeißt jemand C4 dran. Wenn ich hier gerade anlege. Na. Den verstärkten Kram kann ich zwar nicht aufmachen, weil da Strom drauf ist, aber ist ja gar nicht so schlimm. Blöde Zigarettenschachtel. Ich gehe mal doch lieber weiter weg, falls jemand C4 rausschmeißen will. Was machen sie denn da? Na, da könnt ihr immer nachgucken. Nein. Ich wollte aber unbedingt nochmal. Okay, Chakal ist da. Dann gebe ich ihm auch Rückendeckung, genau. Weil ich ja jemanden gehört habe. Oh, er geht gleich raus. Wenn wir irgendwie Twitch hätten und den Stromkram wegmachen können, das wäre schon viel wert. Ja, was war das jetzt? Wurde gerade zurückgesetzt. Oh, ich habe ihn auch erwischt.
Aber der so ein Kopfschuss. Aber der Sound ist echt gerade komisch. Ich habe ihn so ewig lange angestarrt. Wir haben uns beide einen Kopfschuss gegeben. Ehrlich, jetzt steht's 3 gegen 2. Hey, was ist hier los? Er wird verlassen. Ach, den ich gerade umgebracht habe, der ist rausgegangen, hat mich da auch umgebracht. Kapkan ist nämlich verschwunden. Nennen Sie meinen. Das ist Strom drauf, glaube ich. Ich darf leider nichts markieren. Ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal neu starten, nach dieser Partie. Vielleicht hat der Sound dann Lust. Oder das 40 MB Update ist nicht gut bekommen. Rechts ist jemand, Ella. Nee, ist Bandit. Ella hatte ich schon markiert gehabt, oder? Wie ich vorstelle, jetzt ist. Habt euch lieb. Bum, bum, bum. Na, da hat Bandit. Da ist jemand tot. Hm, der geht ziemlich viel nicht gut für uns. Jetzt muss er gleich reinrennen und der hat hier noch Stacheldraht vor sich. Das wird nichts. Jetzt sind die den Stacheldraht herumbabern. Kapkan-Mine auch noch. Und Bombs. Ach, hier mit dem nächsten Update. Wie das Holz auch ist. Mit dem nächsten Update, also die nächste Operation. Wie heißt die irgendwas mit S? Nee. Auf jeden Fall spielt die in Italien. Da wird es dann 2 Yokai-Doren geben und man soll auch mit Yokai markieren können. Und auch andere sollen mit Yokai markieren können, im Sinne von, sie gucken durch Yokai und können dann markieren. Finde ich insofern blöd, weil damit verraten sie ja, dass Yokai oder generell eine Kamera in der Nähe ist. Weiß noch nicht, wie ich das finde. Dann hat man zwar Yokai 2-mal, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Yokai dann kaputt geht, ist ungleich höher, wenn andere damit auch markieren können. Ich finde so eine Funktion ganz praktisch, dass der Besitzer einer Kamera, ob jetzt Drohne oder Kamerafrau, Yokai, wie auch immer, wenn derjenige sagen könnte, hier, ihr könnt meine Kamera benutzen, aber ihr dürft nichts markieren. Dafür sorge ich, indem ich einfach irgendwie eine Einstellung tätige. Machen die dazu? Also wenn ich eine Einstellungsmöglichkeit habe während einer laufenden Runde, dass ich sagen kann, hier benutzt meine Kamera nicht zum Markieren, dass das gar nicht möglich ist, aber dass die trotzdem gucken könnten, das wäre cool, finde ich. 5 Sekunden. Gut, ich würde gleich mal Kamera gucken. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Da sind sie hier rechts. Hä? Wo können die denn noch spawnen? Da hinten? Sag doch. Hier muss doch irgendwo jemand sein. Die Wand geht jemand hoch? Die kam die Kamera eh gleich. Vielleicht. Also ich finde es ganz cool, wenn der jeweilige Kamerabesitzer einen Schalter umlegen kann für hier. Ihr könnt markieren oder hier, ihr könnt nicht markieren. Dass er das frei wählen kann. Weil dann gäbe es auch nicht mehr so viele... Das ist, glaube ich, Twitch. Gäbe es nicht mehr so viele Beschwerden. Oh, nicht markieren, nicht markieren. Weil das fällt ja dann weg, weil das nicht mehr geht. Der Kamerabesitzer bestimmt dann, ob jemand über seine Kamera markieren darf oder nicht. Oh, Luke offen. Na, ob das für die so gut ist, wenn die runterspringen, habe ich die ja voll im Visier. Wenn ich die ganze Zeit schaue. Gucken, ob die das so cool finden. Vielleicht werde ich ja zuerst umgebracht. Oh. Ich hab's nicht getroffen, ernsthaft? Au. Das tut jetzt aber weh. Twitch ist ja auch noch unterwegs. Nein. Oh, ich renn auch noch rein.
Eine Schockdrohne habe ich schon mal. Ich habe nicht mehr erwischt, schade. Hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell da wegkommt. Da ist jemand. War da jetzt jemand? Ich glaube, da war jemand. Hm, na, Kamera voraus da, dann gucke ich mal anders hin. Hätte gedacht. Ach. Dummes Ding. Das Ding noch lebt? Ich habe es ja nicht kaputt gemacht, habt ihr ja gesehen. Na, okay, jetzt geht's auch. Ding hat ein kleines Problem. Die haben Spaß mit denen, so wie es scheint. Ich mach hier nochmal zu. Eigentlich müsst ihr Fuse noch einmal haben. Da wäre es eine Einladung, wenn ich jetzt hier zumache, aber kein Bock, dass er hier reinschwingt. Soll halt nochmal anbringen, dann bin ich bereit und mach's kaputt. Hoffe ich. Ich habe schon zwei Spritzen genommen, meine Kollegen noch gar nicht. Dass da noch offen ist, gefällt mir jetzt nicht so sehr. Nach 45 Sekunden. Immer noch zu, okay. Barrikade und Fenster in Position! Barrikade, Fenster in Position. Ja genau, schmeißt mich aus. Magazinwechsel. Spitzbuben. Krabschwanz auch bereit. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Wieso kriegt der keinen Schuss ab? Was war das denn? Wie oft ich darauf geballert habe. Und der nimmt keinen Schaden, zumindest nicht genug. Muss ich mir nochmal die Wiederholung angucken, ob ich wirklich so gut getroffen habe, wie ich gemeint habe, oder eben doch nicht. Aber das fand ich jetzt schon ziemlich eindeutig. Rechts, ja genau, da klingelt's für uns. Ja, nicht wohl. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Nicht gedacht, dass Fuse den nach unten bekommt. Na, jetzt räumen wir halt 0-2 hinterher. Bereich sichern. Ich mach mal wieder was ganz Außergewöhnliches. Ich nehme mal Blitz, auch wenn der mit dem letzten größeren, damit meine ich jetzt nicht diese 40 MB, mit dem letzten größeren Update geschwächt wurde. Von 8 auf 5 Meter herunter mit der Blenderei. Ja. Genau das eine war's. Gucken, ob das gut geht. Seit Ewigkeit mal wieder Blitz. Aber vielleicht bin ich ja eh gleich tot, wenn wir fertig mit den Kameras sind. Weil mich der mich rausschmeißen wollte, umbringen wird. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Weiß nicht, ob ich direkt hin soll. Oder ob ich lieber oben lang gehe, weil oben wird auch jemand herumgucken, bin ich mir ganz sicher. Hier ist schon mal niemand. Na, 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 na. Lass das. Ich wollte auch bestimmt gleich auf mich schießen. Ich sehe Leuten sowas an. 10 Sekunden bis zum Einsatz. So, jetzt denkt er, ich gehe da rum. Okay, denkt er nicht. Hat gedacht, er denkt, ich gehe durch den Kamin. Gut, die haben offenbar einen Plan. Alles wird gut. Kein Grund zur Sorge. Ein Treppenhaus gehe ich ungern mit einem Schildträger hoch. Gut. Ok,
gehe ich auf jeden Fall schön am Rand entlang. Ganz blöd wird es halt fürs letzte Stock, wenn ganz jemand oben hockt. Na? Na, Yoka ist hier. Ja, ist Yoka gerade runter, schade. Ein Versuch war's wert. Wir haben ihn angeschossen. Ja, das Pistolenschießen geht echt gut, flüssig von der Hand. Jetzt wäre ich beinahe gestorben. Ich kann ja noch blenden, ja? Nicht vergessen. Hi, Yokai-Mann. Guck mal, Foto. Von 8 auf 5 Meter runtergesetzt, die Blenderei. Nicht vergessen. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht von zu weit weg und wir waren eh zu dritt, deswegen war jetzt kein Grund zur Eile. Wir haben zwei Treppenhäuser, aber ist ja eh schon weg. Dann mache ich das nochmal. Frag mich gerade, wen habe ich umgebracht? Ach ja, stimmt, ja, Kapkan. Das war in der ersten Runde. Bei Runde 2, nein, habe ich ja bloß auf Fuse eingeballert und auf seine Streusprengsätze. Tja. Jetzt gerade eben auch mal angeschossen. So, hier zur Bäckerei muss auf jeden Fall noch zugemacht werden. Hier rechts von mir natürlich auch, wo sie gerade schon dran sind. Jump, 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 jump. Hi, Drohne. Ist die jetzt wieder durchgefahren oder bloß in die Ecke? Ah, Twitch haben sie wieder. Gut, dann gehe ich gleich wieder Kameras gucken. Okay, die Außenkamera am Ufer haben sie schon. Am Fluss, am Nass. Und von links kommen sie nicht, ansonsten hätten sie schon längst die Kamera kaputt gemacht. Ich bringe hier nochmal Stacheldraht an. Stacheldraht eingesetzt. Es klingt, als ob ich das irgendwo an der Wand befestige. Hier bringe ich nochmal Stacheldraht an. 5-3. Ach, ist einer rausgegangen, okay. Zwei. Die Vector lässt grüßen. Noch alle am Leben bei uns? Ja. Also gesundheitlich angeschlagen? Nein. Ubisoft scheint wieder keinen nachzuschicken, oder? Oh, es ging ja schnell. Oh. Au. Arme Blitz. So darf man nicht mit ihm umgehen. Soll ich Blitz normal nehmen? Ich meine, es lief ja nicht verkehrt. Ich wäre bloß beinahe zweimal vom Bug umgebracht worden, weil ich so unaufmerksam war. Achso, stimmt ja. Wir verteidigen nochmal, weil wir gerade eben verteidigt haben. Jetzt ist ja Matchball. Dann verteile ich mal kleine giftige Biester. Wie gesagt, ich werde das Spiel dann nochmal neu starten. Mal gucken, was dann bei rumkommt. Und wieder sind sie bloß zu viert. Das ist schon etwas länger her, die Abklingzeit der einzelnen Gumin wurde ja auch verringert bei ihm. Bei Läsion, beim Guman. Oben die Luke müsste vielleicht jemand zumachen. Oh. War das auf Drohnenjagd oder? Haha, zerquetscht. Hab den mobilen Schild. Wenn wir jetzt schon hier nichts zumachen, sollte hier vielleicht wenigstens ein Schild hin, ne? Die
direkt dahinter. Na gut, die können mit 10 Sekunden mit Sophia noch hier einfach aufballern. Mine, Schild und Stacheldraht weg, aber darauf kann ich mich jetzt nicht einschränken. Damit kann ich mich jetzt nicht einschränken. Weihnachtsmarkt, ja, okay, da hinten. Komm, komm, komm. Wow, das war ganz knapp. Kam gar kein Soundeffekt. Gut, hier werden sie womöglich auch eine anbringen. Ein Ash-Geschoss oder von Sophia. Platziere ich die mal hier so etwas daneben, der Hoffnung, wenn die hier draufballern mit Sprengkraft, dass die nicht kaputt geht. Ah, ist schon offen. Schildträger kommt an. Die liegt schön in der Ecke, falls sie da direkt hin wollen, wenn sie reinkommen. Mhm. Wieder eine mehr. Ah, okay, das war... Ich schon sagen, wäre direkt neben uns gewesen. Das war Mira. Ich gleich mal die Mine hier draußen hinlegen. Werden sich noch reinlatschen. Wobei, die haben IQ, die könnten aufpassen. Mal gucken, wie lange IQ noch lebt. Oh, gleich haben sie auch. Vielleicht geht der Blitz vor und so schnell kann IQ gar nicht wegmachen. So, eine Mine habe ich auf jeden Fall noch. Gleis, ja, den haben wir schon gehört, dass es den gibt. Oben ist jemand. Schon die Grabschau. Wo platziere ich die jetzt? Eine Mine habe ich auf jeden Fall noch. Ja, hatte ich den vor meinem Schild, wie es scheint. Zumindest klingelt es da, das Schild von Blitz. Schmeißt jemand Kram rein? Rauch, schätze ich. Nee, so einen bösen Kram. Mist, hat die Seite gewechselt. Der Arsch. Glass lebt auch noch, muss ich aufpassen. Gucken, ob sie die gesehen haben. Oh, die beiden Minen sind weg in der Ecke. Scheiße. Eine habe ich ja noch, deswegen sollte ich auf jeden Fall noch überleben. Nein, ich hab noch nichts. Na, es war zu lange draußen geblieben. Der verbleibende Operator des eigenen Trupps. Okay, er rennt rum. Da liegt auch was. Und wenn Glass reinkommt, hat er auch gleich zwei Minen. Komm, latsch rein. Extra für dich hingelegt. Was war denn das jetzt? Ich war tot. Habt ihr das mitbekommen? Bevor ich gestorben bin, hat es mein Charakter nach rechts gedreht und danach bin ich gestorben. Was war das denn? Ich fasse es ja nicht. Also einerseits die Aktion mit Fuse und jetzt das, das war ja höchst seltsam. Bevor ich gestorben bin, war ich regungslos nach rechts gewandt. Ich konnte zwar nach gegenlenken, hat auch leicht reagiert, aber nicht mehr so wirklich. Schweinerei. Na gut, Spielneustart. Vielleicht läuft dann alles besser. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.